Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Freiräume gestalten, der Bildungspodcast. Es ist eine neue Folge in der zweiten Staffel. Wir freuen uns sehr, viele spannende Gästinnen und Gäste in der zweiten Staffel begrüßen zu dürfen. Wir, das sind Helene Pachale, sie arbeitet an der Leibniz-Universität Hannover und ich bin Steve Kenner und arbeite an der Freien Universität Berlin. Wir beide arbeiten in der Bildungsforschung im engeren Sinne, vor allem für die formale Bildung, also für die Schule, für die Lehrkräftebildung, sind aber auch sehr interessiert an all den anderen spannenden Bildungsräumen. Und genau dem widmen wir uns hier in diesem Podcast. Was gibt es eigentlich alles für Bildungsräume? Wie kann man sie gestalten? Wie können sie auch zu Freiräumen werden? Wie können sie vielleicht auch Räume des Empowerments sein für Menschen? Und haben darüber mit ganz vielen spannenden Gästen schon gesprochen. Und heute freuen wir uns riesig, dass Mohamed Zeit hat für uns. Mohamed Juni, wir werden heute mit dir sprechen über Jugendliche ohne Grenzen. Wir wollen dich ein bisschen besser kennenlernen und eure Initiative und wie diese Initiative, dieser Verein ein Freiraum für Bildungserfahrung sein kann. Genau, wollen dazu gerne mit dir in den Austausch kommen und vielleicht hast du Lust, dich am Anfang einmal vorzustellen. Wer bist du eigentlich? Was machst du? Genau. Ja, sehr gerne. Euch beiden danke nochmal für die Anfrage und dass wir und ich uns heute mit unserer Arbeit vorstellen können. Und ich habe schon so ein bisschen in eurem Podcast reingehört. Es sind sehr, sehr spannende Gespräche, die ich bis jetzt so ein bisschen reingehört habe. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr das macht. Ich bin, ja, wo fange ich an? Also ich bin Krankenpfleger, ursprünglich eigentlich. Habe viele Jahre im Krankenhaus gearbeitet als Krankenpfleger. Habe danach Medizin studiert einige Zeit, habe dann aufgehört, habe dann soziale Arbeit studiert. Und aktuell bin ich Sozialarbeiter, aber vor allem Referent für politische Bildungsarbeit, mache ganz viel Bildungsarbeit mit Kindern, Jugendlichen, aber auch mit Erwachsenen, mit angehenden Lehrkräften auch zum Beispiel. Und ganz viel dreht sich um das Thema Rassismus, antimuslimischer Rassismus, Diskriminierung, intersektionale Perspektiven in der Beratung zum Beispiel. Das ist so das, was mich beschäftigt. Ansonsten, ja, ich koche gerne, ich esse gerne und unterhalte mich gerne mit Leuten. Bin ein sehr interessierter Mensch und genau, bin Mitbegründer und Aktivist bei Jugendliche ohne Grenzen. Und genau, ganz viel von dem, was ich mache und wozu ich so unterwegs bin, dreht sich um das Thema Bildung, Jugendliche, Kinder, Flucht, Migration. Dazu bin ich sowohl arbeitstechnisch, aber auch aktivistisch unterwegs. Das ist ja ein unheimlich breites Feld, in dem du tätig bist. Und du hast gerade schon gesagt, du bist in der Organisation Jugendliche ohne Grenzen im Bereich der politischen Bildung tätig, aber eben auch ja überhaupt dieses zivilgesellschaftlichen Engagements dort. Kannst du uns was über die Organisation erzählen? Ich glaube, sie ist nicht allen ZuhörerInnen bekannt. Ja, es soll noch Menschen geben, die nicht wissen, wer Jugendliche ohne Grenzen sind. Deswegen erzähle ich mal ganz kurz, wer wir sind. Tatsächlich ist es eine Gemeinschaft von Menschen, die sich in der Regel nicht vorgestellt haben, irgendwie Jahre davor da irgendwie zu sein. Weil das ist keine, ja, das ist so ganz spannend, das ist ja auch so eine Zwangsgemeinschaft zum Teil, weil Menschen dort sind, die sich gezwungen fühlen, aktivistisch zu sein, weil Aktivismus dort für sie eine Überlebensmöglichkeit ist. Das heißt, wir haben die Gruppe 2005 gegründet da war ich auch mit dabei, mit Jugendlichen, die selber von der Abschiebung bedroht sind, die selber Rassismus in der Schule erfahren, die strukturelle Ausschlüsse erfahren, wie du darfst nicht eine Ausbildung machen, kein Praktikum machen, kein Studium beginnen, du sollst abgeschoben werden, du darfst nicht dein Bundesland verlassen, du darfst keine Perspektive haben für die nächsten Jahre. Also ihr als Lehrkräfte, ihr kennt diese Vorbereitung der SchülerInnen auf, ja, nach der Schule kommt Punkt, Punkt, Punkt. Und für ganz viele der Menschen, mit denen wir gearbeitet haben, mit denen ich viel unterwegs war, von meinen FreundInnen, Familienangehörigen, war ganz klar, es ist völlig irrelevant, was für ein Schulabschlusszeugnis du hast. Selbst wenn du eine 1 abschließt, du darfst nach der Schule nichts machen.
Und es ist so gar nicht klar, bleibst du in Deutschland für eine Woche oder für ein Jahr oder für 10 Jahre. Das heißt, du kannst dieses Vorbereiten auf das, was nach der Schule kommt, kannst du gar nicht machen. Genau, so haben wir uns angefangen, selbst zu organisieren, sichtbar zu werden, uns Räume anzueignen. Also wir sprechen über das Jahr 2005, da war das Thema so geflüchtete Jugendliche noch sehr davon dominiert, dass Unterstützer in Erscheinung treten, dass so, dass nicht die Betroffenen und besonders nicht die Jugendlichen für sich selber sprechen, sondern die anderen sprechen für sie. So. Und das war ganz normal, dass auf Podien, in Podcasts, nee, damals gab es noch keine Podcasts, aber dass auf Podien, in Gesprächen, in Interviews, dass die anderen sprechen über die Betroffenen und wir waren so die allerersten sichtbaren auf der Straße, in der Politik, in Medien, die gesagt haben, so, stopp, wir können über uns selber sprechen und wir sind sowieso die Expertinnen, wenn es um uns geht. Ihr könnt keine Politik über uns, ohne uns machen. Wir fordern einen Platz an diesem Tisch, wo ihr da sitzt und über uns redet. Genau, und so hat sich das in Berlin gegründet, im BBZ, Beratungs- und Betreuungszentrum für Jugendliche, Geflüchtete und Migrantinnen. Und inzwischen ist es eine Initiative, die es in vielen Orten in Deutschland gibt. Und viele Gruppen haben sich davon inspirieren lassen und eigene Gruppen gegründet. Und genau, die Schwerpunkte der Arbeit haben sich schon in der Zeit auch ein bisschen verändert. Aber nach wie vor sind leider so Themen wie Abschiebung, Bleiberecht, Ausschlüsse in Schule sind leider nach wie vor sehr präsent und machen unser Dasein notwendig. Also über Und die vielleicht, ja, Arbeitsschwerpunkte, ja, bitte. vielleicht so zu den Formaten, weil das, glaube ich, also es ist so ein bisschen abstrakt, wenn man sagt, so, ach, die Jugendlichen treffen sich und machen etwas, das ist ja so ein bisschen abstrakt. Um das so zu verdeutlichen, wir unterscheiden immer so ein bisschen das, was wir nach innen machen und das, was wir nach außen machen. Nach außen, das sind so sehr interessante Aktionen wie Demonstrationen, Kundgebungen, wir veranstalten im Jahr ein, zwei Konferenzen von jugendlichen Geflüchteten für jugendliche Geflüchtete, wo sie auch selber Workshops anbieten, wo sie sich austauschen über ihre Erfahrungen zum Beispiel und wo auch zum Beispiel ein bis zweimal im Jahr die Wahl des Abschiebeminister des Jahres stattfindet. Das heißt, Jugendliche aus allen Deutschland, also aus allen Teilen Deutschlands kommen zusammen und machen parallel zur Konferenz der Innenministerinnen, also übrigens, wir gendern erst seit diesem Jahr, weil vorher gab es nur männliche Innenminister, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene. Und genau, wir treffen uns parallel zu der Konferenz der Innenministerinnen und machen eine eigene Konferenz am gleichen Ort und wählen dann sozusagen in einer demokratischen Wahl, wo es ja darum geht, die Personen dürfen ja gar nicht wählen, egal ob sie seit einem Jahr in Deutschland sind oder seit 10 Jahren, wenn sie eine Duldung haben, dürfen sie nicht wählen. Deswegen machen wir eine sehr demokratische Erfahrung von jede Person darf wählen und dann wählen wir den Abschiebeminister des Jahres. Das ist so eine satirische, aber eigentlich eine sehr ernsthafte Aktion auch, um darauf hinzuweisen, wie leben Jugendliche tatsächlich, in was für Lager leben sie, wie sind sie von Schule ausgeschlossen, wie sind sie von Perspektiven ausgeschlossen, was machen sie für Gewalterfahrungen und zeichnen aber auch gleichzeitig Initiativen aus, die sich für das Bleiberecht zum Beispiel einsetzen und gegen Abschiebungen. Das sind so die Aktionen, die nach draußen sind, sehr viel auch so Pressearbeit und so weiter. Das ist so das, was man so von uns kennt. Das sind aber vielleicht nur so 10, 20% der Arbeit. Eigentlich viel, viel wichtiger ist die Arbeit nach innen. Das ist so eine etwas langweiligere für die Öffentlichkeit. Aber das ist eigentlich die Hauptarbeit. Ganz viel Empowerment-Arbeit, ganz viel, ja, Heilungsräume, safer spaces, also geschütztere Räume, wo Menschen über ihre Erfahrungen austauschen können, ohne dass diese Erfahrung irgendwie in Frage gestellt wird oder dass diese Erfahrung bagatellisiert wird. Und so weiter. Das heißt, in diesen Räumen wird viel gelacht, wird geweint, wird ausgetauscht. Es sind sehr emotionale Räume auch. Menschen unterstützen sich gegenseitig, begleiten sich gegenseitig zu Ausländerbehörden, machen sich gegenseitig Mut, sind zusammen auch wütend, sind zusammen auch aggressiv und verarbeiten all diese Emotionen auch in diesen Räumen.
Genau, und tauschen sich über Handlungsmöglichkeiten aus. Wie gehst du damit um? Wie gehe ich damit um? Und was sollen wir gemeinsam machen? Total spannend. Also ich glaube, das sind jetzt, eigentlich ist das der beste Teaser für das, was die nächste Stunde kommt, weil ganz viele Fragen jetzt bei mir schon aufgetaucht sind und ich ganz, ganz viel mehr noch erfahren will über das, was ihr da macht. Also über die Arbeit nach innen und außen sprechen wir gleich. Wir wollen auch nochmal darüber sprechen, was gibt es eigentlich so für Bürgerschaftskonzepte, weil du das ja gerade auch schon angesprochen hast. Wer ist eigentlich dieser Bürger, diese Bürgerin? Wer darf eigentlich wählen? Und was macht das eigentlich in Bildungskontexten auch aus? Also Helene und ich sind beide Politiklehrerinnen und sind damit auch konfrontiert, dass Schule und Unterricht oft eben zielt auf quasi Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die mit all diesen Privilegien ausgestattet sind. Und was heißt eigentlich Aktivismus? Und das sind ganz viele spannende Fragen, die wir gleich noch zusammen besprechen wollen. Aber ich würde vielleicht noch mal einen Schritt zurückkommen, weil ich das schon außergewöhnlich finde, dieses Engagement von dir auch 2005. Das ist ja nur auch schon ein paar Jahre her. Und ich vermute, du warst noch relativ jung, als du diese Initiative gestartet hast. Und das braucht ja auch eine ganze Menge Mut. Also zivilgesellschaftliches Engagement braucht ohnehin Mut und auch die Bereitschaft, so sich da so einzubringen, aber in so einer besonders prekären Situation, wie du sie ja jetzt schon ansatzweise beschrieben hast, kann ich mir das noch viel schwieriger vorstellen oder glaube, dass es noch viel mehr Mut gebraucht hat. So, magst du uns vielleicht auch noch mal so ein bisschen mitnehmen in dieser Anfangszeit? Was hat dich da angetrieben und wie war das für dich? Auf welche Widerstände bist du gestoßen? Das fände ich total spannend. Ja, es ist so spannend, dass du das so betrachtest. Ich habe das damals, glaube ich, ganz anders gesehen und ich fand mich damals auch nicht besonders mutig. Also meine Vision war ja nicht, nach der Schule Aktivist zu werden oder nach der Schule irgendwie ein Menschenrechtsaktivist oder Kinderrechtsaktivist zu werden. Das war ja nicht mein Wunsch, sondern mein Wunsch war ja, ich will die Schule abschließen, mein Abitur gut machen und danach Pilot werden oder Arzt werden. So, das waren meine Ziele. Ich hatte ja nicht irgendwie als Kind, mein Wunsch war, Bildungsarbeit zu machen oder gegen irgendwie rassistische Strukturen in Bildungsinstitutionen zu machen. Das war ja nicht mein Wunsch. Ich habe erst tatsächlich in diesem Beratungszentrum, wo ich jetzt selber Sozialarbeiter bin, habe ich erst so ein Gefühl dafür bekommen, okay, das, was ich so jahrelang verstanden hatte, okay, dass das mich betrifft. Und ich hatte jahrelang verstanden, okay, ich bin irgendwie das Problem. Oder ich habe mich dafür geschämt, dass ich in so einem Flüchtlingslager lebe, wo es stinkt, wo es laut ist, wo viel Gewalt stattfindet, wo viel Aggressionen da sind, wo viel Unterdrückung auch stattfindet. Ich habe mich jahrelang dafür geschämt, dort zu wohnen und habe mich selber so ein bisschen ja die Schuld dafür gegeben, weil ich bin ja der Flüchtling in deren Land und das ist ja deren Land und deswegen dürfen sie das auch mit uns so machen. Und das ist so ein bisschen mein Schicksal oder das ist das, was meine Eltern uns angetan haben, indem sie nach Deutschland geflohen sind. Das ist ja so, das ist mein Schicksal. Und ich habe ganz viel Erfahrungen, die ich heute als rassistisch bezeichne, habe ich damals gar nicht so bezeichnet, sondern ich hab entweder verstanden, es ist die Schuld von Mohammed, weil ich mich falsch verhalte oder die einzelnen Lehrkräfte sind irgendwie blöd oder die einzelnen Personen sind blöd. Ich habe erst viel, viel später verstanden, dass das eine Struktur ist und dass das Rassismus heißt und dass das und davon sind Hunderttausende betroffen und das schon seit 10, 100, 300, 400 Jahren so. Und das war nur möglich, weil tatsächlich auch Menschen, Sozialarbeitende, die dort gearbeitet haben, uns dabei begleitet haben, uns dafür die Augen geöffnet haben, dass das eine Struktur ist und dass wir, egal wie unterschiedlich wir wohl sind, also die Gruppe, da waren Menschen mit dabei aus dem Kongo, Angola, aus Kurdistan, aus Palästina, aus Bulgarien. Also die Gruppe war sehr, sehr groß. Da waren Christen, Muslime, Jungs, Mädels und so weiter. Und es war klar, okay, wir sind super unterschiedlich. Und trotzdem haben wir in diesen Räumen verstanden, okay, wir ziehen am gleichen Strang. Und das, worüber wir reden, das wird sich nicht in den nächsten ein, zwei Monaten, ein, zwei Jahren verändern. Also es wird sich was verändern, aber dafür müssen wir heute damit was anfangen, damit sich in 10 oder 20 Jahren was verändert. Und wir können auch an Sachen anschließen, die Menschen vor uns schon gestartet haben. Also wir fangen ja auch nicht bei Null an. So. Und dafür waren sozusagen damals die Erwachsenen, diejenigen, die etwas weiter waren absolut wichtig, um uns da mitzunehmen. So.
Und dann war tatsächlich für mich das erste Mal, okay, ich bin in einem Raum, wo ich ohne Scham und ohne Angst über diese Erfahrung spreche und Menschen verstehen sofort, worum es geht. So, ich sage einmal eine Erfahrung von der Schule und sofort sagen 10 Leute, stimmt. Und dann ist das doch passiert. Ich sage, ja, genau das. Und dann sagt doch bestimmt die Lehrerin das und das. Ja, genau das. Oder die Leute konnten ganz genau mit meinen Erfahrungen umgehen, wenn ich sage, in dem Flüchtlingslager waren die Duschen nach 20 Uhr geschlossen und man konnte dann irgendwie nur noch stinkend ins Bett gehen. Und dann die Leute haben darüber, also wir haben gemeinsam darüber gelacht. So, also draußen habe ich das nie erzählt, wie ich wohne, warum ich irgendwie nicht zur Schule gehe, manchmal und und. Das heißt, so dieser Mut, aktivistisch zu sein, der kam, weil ich dann verstanden habe, okay, ich kann mich jetzt völlig entspannen, ich bin nicht das Problem, sondern die Struktur ist das Problem. Und diese rassistischen Lehrer, die sind das Problem und sie müssen eigentlich an sich arbeiten und nicht ich. So. Und das kam aus der Gruppe. Das heißt irgendwie, und das macht für mich so wichtig zu verstehen, wie wichtig Gruppe ist, um überhaupt sich selber zu verstehen und die Welt zu verstehen. Ich finde das gerade sehr berührend schon, was du erzählst, weil diese Erfahrung haben wir nicht gemacht, ne? Ich glaube, Steve ebenso nicht. Wir sind ganz anders groß geworden. Und ich finde es unheimlich mutig von dir auch jetzt, dass du uns davon berichtest und dass du andere daran teilhaben lässt, die ja wiederum ebenso entweder Erfahrungen gemacht haben wie du und dann das hören und sagen, ja, genauso ging es mir auch, ne, so wie du vorhin in der Gruppe berichtest. Aber noch viel wichtiger, eben Menschen, die die Erfahrung nicht gemacht haben und genau Teil dieses rassistischen Systems sind und die dazu angeregt werden müssen, und dafür sensibilisiert werden müssen, darüber nachzudenken, dass sie eben Teil dieses Systems sind. Deshalb an der Stelle schon mal ein großes Dankeschön, dass du mit so einer Offenheit an der Stelle berichtest oder und bei uns bist. Was ich Ja, gern. ich finde das so ein bisschen tatsächlich so ein bisschen zwiespältig, weil ich finde diese persönlichen Berichte immer, sehe ich immer mit so ein bisschen Bauchschmerzen, weil also ich weiß, es braucht diese persönlichen Berichte, damit Menschen irgendwie das fühlen können, emotional mitgenommen werden. Gleichzeitig denke ich, also wir haben schon so viel darüber gesprochen. Das steht in so vielen Büchern. Wir haben so viele Podcasts inzwischen dazu gemacht. Menschen machen sich nackig auf irgendwelchen Podien und erzählen von ihren Erfahrungen. Also so, da wird ja so viel davon erzählt. Wenn ich, also so, ich bin da so ein bisschen im Zwiespalt. Also es ist einfach sehr schade, dass es das braucht, damit sich was verändert. Gleichzeitig, ich weiß, wie wichtig auch das ist, persönliche Berichte und Emotionalität, so also im Kontexten von Bildung ist Emotionalität und persönliche Berichte sind sehr wichtig. So, ne? Und ich erzähle das ganz oft, um zu sagen, ja, hier, also, und ich bin nicht alleine mit diesen Erfahrungen. Also ich könnte euch hunderte von Geschichten erzählen. Ich sitze heute in der Beratung, 20 Jahre später, und die Menschen kommen zu mir in die Beratung und erzählen mir genau von den gleichen Erfahrungen, die ich vor 20 Jahren in der Schule gemacht habe. Und da komme ich so ein bisschen an meinen Grenzen und sage, ey, aber wofür machen wir denn seit 20 Jahren, machen wir uns auf irgendwelchen Podien auch nackig und erzählen und berichten und schreiben? So, da fehlt mir manchmal die Geduld zu sagen, okay, und es verändert sich, aber ich habe die Geduld, verliere ich irgendwann. Ich kann das total nachvollziehen und gleichzeitig, genau wie du es gerade beschreibst, ist es trotzdem immer noch wichtig, weil es immer noch viel zu viele gibt, die diese Perspektiven nicht wahrnehmen, obwohl du vollkommen recht hast. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, sie wahrzunehmen, aber viele nehmen sie eben immer noch nicht wahr. Und deswegen ist es schön, dass du es mit uns teilst. Und wir wollen ja auf der anderen Seite heute aber auch genau über die anderen Sachen sprechen. Also was macht ihr alles so? Wie versucht ihr auch den politischen Diskurs auch zu prägen, zu gestalten? Ich fand es deswegen aber auch nochmal total spannend, weil du ja jetzt etwas hervorgehoben hast. Dabei geht es gar nicht nur um die individuellen Schicksale, sondern um die Bedeutung von diesem Safer Space, die Bedeutung von Empowerment-Prozessen. Ich habe kürzlich mit meinen Studierenden in einem Seminar über politische Partizipation, reales Handeln von Kindern und Jugendlichen gesprochen und hatte sie gebeten, auf die Suche zu gehen, wo es dafür Räume gibt. Und sie haben in Berlin eine Schule gefunden,
die tatsächlich genau sowas macht, also die eigentlich eine politische AG anbieten wollte und die dann festgestellt hat, wir brauchen hier, bevor wir nach draußen gehen, erstmal einen Raum für uns, also tatsächlich so ein Safe Space, wo die Leute da, wo die Kinder und Jugendliche über ihre Erfahrungen sprechen können, über Diskriminierungserfahrungen und so weiter, ohne damit nach draußen zu gehen, erstmal für sich selber einen Raum zu haben. Das war jetzt total interessant, dass du das geteilt hast, weil wir ja genau darüber hier im Podcast sprechen wollen, über Räume, Freiräume, wie können die sich eigentlich gestalten? Und ist es zwingend nötig, dass jede Schule gleich eine Antirassismus-AG irgendwie aufmacht? Oder ist vielleicht der erste Schritt, erstmal tatsächlich einen Schutzraum zu schaffen, wo Menschen auch über ihre Erfahrungen sprechen können? Und genau, deswegen ist das, glaube ich, für uns und für das, was wir hier im Podcast machen wollen, schon mal total spannend, dass das für euch eigentlich so der Ausgangspunkt war. Erstmal einen Raum für euch zu haben, euch gegenseitig sozusagen mit den Erfahrungen stärken zu können und daraus dann auch so die Kraft zu schöpfen, das weiterzuentwickeln. Und darüber wollen wir jetzt ja mit dir auch noch sprechen, was wir daraus auch noch lernen können, weil ihr euch ja zu einer großartigen Initiative entwickelt habt. Ja, diese Freiräume sind wirklich absolut wichtig und also ich bin auch sehr, sehr viel an Schulen unterwegs. Ich arbeite mit Lehrkräften als auch mit SchülerInnen zu diesen Themen, zu ganz vielen anderen Themen. Und das ist manchmal so problematisch, weil also manchmal es gibt sehr unterschiedliche Schulen, das ist klar. Es gibt Schulen, die mit denen arbeite ich schon seit sehr langer Zeit. Da sind so außerschulische Lernräume vollkommen selbstverständlich. Da gibt es auch Lehrkräfte, die das absolut wichtig sind und sie bieten sie regelmäßig an. Und dann gibt es Schulen, sie verstehen politische Bildungsarbeit oder Bildungsarbeit, außerschulische Bildungsarbeit als sowas wie eine Feuerwehr. Das heißt, irgendwie, da geht es dann gar nicht um eine Prävention, sondern da geht es ja wirklich um Feuerwehr. Das ist einfach nicht, die rufen an und sagen, ah, da war gerade ein rassistischer Vorfall an der Schule, bitte kommen Sie nächste Woche, wir machen einen Workshop dazu, aber auch nur einen Workshop und dann irgendwie, wir haben 3 Stunden. Und natürlich gehe ich auch zu diesen Räumen, weil ich denke, okay, es ist ja trotzdem wichtig, irgendwie solche Räume zu nutzen. Aber ich denke so, dass, also glaubt ihr wirklich, dass ihr innerhalb von 3, 4 Stunden irgendwas macht? Also so, das ist ja, wie sollen die SchülerInnen sich öffnen mir gegenüber? Erstens, die kennen mich nicht. Zweitens ist die Atmosphäre innerhalb der Schülerinnenschaft zum Teil so vergiftet, dass es ja gar nicht möglich ist, ins Gespräch zu gehen. Das heißt, ich appelliere immer wieder an Lehrkräfte, ey, sowas braucht es einfach, also es braucht regelmäßig Räume, wo die SchülerInnen unter sich sind und entweder über Fußball reden, übers Wetter reden, über ihre Körper reden, über politische Themen, also auch all das sind ja politische Themen, also auch der Körper ist ein politisches Thema, weil welcher Körper sieht wie aus, welche Körper sind richtig, welche Körper sind nicht richtig, Essen und Trinken sind politische Themen, alles ist ja politisch eigentlich. Und trotzdem sind diese Räume ganz oft überhaupt nicht frei, weil die Lehrkräfte haben so ganz klare Vorstellungen, was soll da stattfinden. Und ich muss inzwischen gar nicht mehr so viel, aber ich muss trotzdem nach wie vor ganz oft um diese Räume kämpfen, dass die Lehrkräfte nicht mit dabei sind. Und das hat auch ganz oft was von Kontrollbedarf. So, ich möchte kontrollieren, was dort stattfindet, was dort gesprochen wird. Manchmal habe ich das Gefühl, es ist auch Angst. Die haben Angst, okay, wenn jetzt die Schüler anfangen zu erzählen, Helene und Steve sind ganz blöde Lehrkräfte und sie machen das und das. Also so, die Lehrkräfte haben dann Angst, was passiert in diesen Räumen? So, das heißt, ich muss dann ganz viel im Vorab mit den Lehrkräften sie beruhigen, sie besänftigen, ihnen das erklären, warum das wichtig ist, dass sie nicht in diesem Raum sind, dass sie, also und dann. Also der allergrößte Quatsch ist, wenn Lehrkräfte anfangen zu erzählen, ich arbeite mit meiner Klasse auf Augenhöhe, wo ich denke so, hä? Also glaubst du das wirklich, dass du also das ist ja der größte Schwachsinn. Also ich verstehe diesen Wunsch und die Idee dahinter, das ist ja klar. Aber du als Lehrkraft, du vergibst Noten, du entscheidest über Versetzung, du kannst mit einem Wort eine SchülerInnen zerstören, du kannst mit einem Wort einen Schüler aufbauen, du entscheidest über so viel und die SchülerInnen vergeben dir keine Noten. Das heißt, dein Gehalt, du bekommst nicht am Ende des Monats 1000, 2000, 3000 oder 4000 Euro, je nachdem, wie du unterrichtest, sondern du wirst ja von niemandem bewertet. So, du hast deinen Job und Punkt. Und da von Augenhöhe zu sprechen, ist halt sehr, sehr schwierig. Und da zu sagen, wir gehen in diesen Räumen und sprechen dann irgendwie auf gleicher Ebene ist auch schwierig. Und dafür braucht es Externe, die ein bisschen stärker so einen freien Raum gestalten können, weil die SchülerInnen können sagen, naja, ich sehe den ein, zwei Mal und das ist ja vollkommen egal, was er von mir hält. Er gibt mir sowieso keine Noten, so.
Und dann erfahr und das finde ich wirklich sehr spannend, dass manchmal Lehrkräfte sagen, ah, und wie hat sich der Punkt, Punkt, Punkt verhalten? Und dann sage ich, ja, irgendwie der war sehr aktiv, der hat sich am meisten eingebracht, der hat jetzt auch eine Idee für das und das und das. Und wie? Meinen Sie den mit der Brille? Ja? Nein, das kann doch gar nicht sein. So, das ist der, der vielleicht am meisten stört, oder das ist der, der irgendwie gar nichts sagt. Aber bei diesen Themen hatte diese Person was zu sagen, oder in diesem Format hatte diese Person ganz, ganz viel zu sagen. So. Und das erzähle ich ganz oft, um den Lehrkräften zu erklären, was für eine Chance freie Räume innerhalb der Schule schaffen können, ohne dass sie kontrolliert werden. Also sie müssen ja trotzdem, und das finde ich wirklich sehr wichtig, pädagogische Fachkräfte müssen verstehen, sie müssen diese Räume vorbereiten. Sie müssen sie diese auch flankieren, sie müssen sie begleiten, sie müssen sie unterstützen, sie müssen sie auf die Beine stellen, sie müssen abrufbereit sein. Also es ist ja nicht so, dass sie sagen, okay, hier habt ihr den Schlüssel von Raum 320, jetzt trefft ihr euch am Montag um 12 oder so. Also so funktioniert das nicht. So. Wenn SchülerInnen in der Regel nie oder selten entweder zu Hause zum Beispiel die Erfahrung machen, dass ihre Wünsche und Bedarfe eine Rolle spielen und dass sie mitreden dürfen, dann nehmen Sie so einen Raum nicht. In der Regel gibt es nicht Räume, wo Ihre Meinung zählt. Das heißt, auch diese SchülerInnen-SprecherInnen, das ist ja, also so, was haben Sie jetzt zu entscheiden? Nichts. Gar nichts zu entscheiden. Sie haben nicht über das Curriculum zu entscheiden. Sie haben wirklich wenig Handlungsmöglichkeiten und Entscheidungsspielräume. Das heißt, SchülerInnen machen systematisch nicht die Erfahrung, dass sie partizipieren dürfen, und dann verlangen wir von ihnen, dass sie sich beteiligen an Prozessen, die aber sehr, sehr klein sind und wo der Rahmen ganz klar ist und wo wir ganz, ganz viel vorgeben. Und da macht eine gute Schule macht aus, dass sie diese Freiräume schaffen, aber auch begleiten und gut begleiten und sich irgendwann aber auch aus diesen Räumen ziehen und trotzdem präsent sind. So, das ist sehr, sehr schwierig, aber es ist machbar, weil ich erlebe also immer mehr, dass Lehrkräfte richtig sensibel dafür sind, dass Schulen das auf dem Schirm haben und dass sich auch externe Hilfe holen und fragen, ey, wie können wir das cool machen, wie können wir das gut machen? Und davon braucht es immer mehr so, ne? Ich würde da gern nochmal anschließen, weil du vorhin sagtest, das ist eigentlich schade, dass man sich noch immer so nackig machen muss. Aber eigentlich hast du es gerade genau beschrieben, warum, weil es diese Sensibilisierung braucht. Und dass es vor allen Dingen auch Menschen braucht, die nicht nur in Anführungsstrichen die Jugendlichen begleitet, sondern eben auch die Lehrkräfte, Schulsozialarbeitenden etc. Denn auch da ist diese Angst gegeben, die du beschrieben hast. Mache ich es überhaupt richtig? Sie müssen überhaupt wissen, dass sie den Raum gestalten müssen, ne? So wie du das gerade beschrieben hast. Aber sie müssen eben auch eine Begleitung haben, Absolut, nämlich genau absolut. dabei diesen Freiraum für die SchülerInnen zu gestalten oder eben auch in der außerschulischen politischen Bildung, ne? Wir haben jetzt viel, wir schauen viel auf Schule, aber diese Freiräume sind ja nicht an Schule gebunden oder diese Räume und Safer Spaces, sondern die braucht es ja an ganz vielen Stellen in der Gesellschaft. Weshalb noch mehr Personen eigentlich dafür sensibilisiert werden müssen, dass sie Teil des Systems sind und diese Räume zur Verfügung stellen und begleiten müssen. Und da würde ich gerne die Frage an dich richten, wenn ihr dabei seid, Jugendliche in eurer Organisation zu empowern, dass sie Workshops geben und so. Das ist ja auch schon was ganz Besonderes, dass sie partizipieren und dass sie ja diese Workshops mit anleiten und so. Dann sind sie ja nicht nur Jugendliche, sondern sie sind selber auch wieder Personen, die gestalten. Wie schwer oder einfach ist das, die Jugendlichen genau dahin zu bringen? Ja, vielleicht nochmal so ein bisschen zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Also ich erlebe, dass es tatsächlich immer mehr Möglichkeiten gibt für SchülerInnen, sich mit dem auseinanderzusetzen, Externe zu holen. Zum Beispiel, es gibt das Programm Respect Coaches vom bundesweites Programm, was wirklich viele Ressourcen hat, um mit SchülerInnen zu arbeiten. Und dann denke ich mir, okay, voll gut, ich habe jetzt mit den SchülerInnen irgendwie an 3 Tagen zu Rassismus gearbeitet, an Flucht zu Flucht und Migration, zur Sprache. Zu. Und dann habe ich manchmal so, denke ich mir, oh nein, oh, aber ich weiß jetzt nicht, in welche Hände ich sie jetzt übergebe. Die Lehrkräfte kommen auch manchmal und sagen, ey, aber
weiß nicht, die SchülerInnen sagen irgendwelche Begriffe, People of Color, oder sie fragen, warum dieses Fallbeispiel rassistisch ist, und ich sehe aber da gar keinen Rassismus und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehe. Dieses Programm zum Beispiel bietet null Möglichkeiten, um mit den Lehrkräften zu arbeiten. So. Das heißt, da sind die Lehrkräfte darauf angewiesen, dass die Schulleitung Ressourcen zur Verfügung stellt, sie freistellt für eine Fortbildung, was absolut wichtig ist. Aber genau, auch das gibt es nicht, und und es muss ja beides geben, weil ich sehe das so, dass ganz viele SchülerInnen inzwischen auch Themen reinbringen und die Schule zwingen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und da sind die Lehrkräfte entweder interessiert und machen mit und lernen was dazu und kommen dann in die Rolle der Lernenden. Das ist auch eine sehr spannende, also ein sehr spannender Austausch, wenn sie dann sagen, okay, ich verstehe das nicht, erklär du mir das mal, aber es gibt wenig diese Räume. Oder sie können irgendwie dann trotzig werden und dann sagen sie, nee, ich verstehe es sowieso nicht, das ist ja alles so ein Jugendkram, bla bla bla, ich steige jetzt aus. So. Und ja, also wir sprechen nicht davon, dass wir Jugendliche empowern, sondern wir bieten einen Raum an, wo Menschen selber sich empowern können, weil wir können niemand empowern, wir können nur Umstände schaffen, wo Menschen eine Empowerment-Erfahrung machen können. Und das ist tatsächlich so, dass nicht viele, die bei Jugendunion aktiv sind, haben auch Lust, irgendwie Bildungsarbeit zu machen, weil sie sagen, nee, ich will irgendwie, das ist mir zu viel. So, Schule ist für mich ein so grausamer Ort und so, also mit so vielen negativen Erfahrungen behaftet. Ich wurde dort abgewertet, ich wurde dort irgendwie diskriminiert, sowohl von Lehrkräften, von anderen Eltern, von SchülerInnen. So, ich will mit Schule nichts zu tun haben. Das gibt es auch ganz viel. Und dann gibt es Jugendliche, die sagen, ja, ich habe Bock, irgendwie, genau deswegen habe ich Bock, in Schule zu gehen und weil ich möchte, dass sich das verändert. So, und das ist auch beides legitim. Und dann geht es darum, dass einige, wie zum Beispiel ich oder andere Kolleginnen, die das schon seit länger machen, sie dabei begleiten oder sie hospitieren bei einigen Formaten, sie übernehmen kleinere Aufgaben und dann geht es darum, dass sie aus ihrer Perspektive nochmal sagen, okay, also was war so cool daran, in der Schule solche Räume zu haben und was brauchst du noch mehr? Weil ich bin ja auch schon seit etwas länger aus der Schule raus, als Schüler. Ich komme jetzt immer wieder an Schule in einer anderen Rolle. Und ja, und es hat sich wirklich tatsächlich an Schule viel verändert. Das heißt, so, wenn wir mit Jugendlichen an Schule gehen und was zum Beispiel einen Tag zum Thema Flucht machen, freuen sich ganz oft Lehrkräfte und sind dann ganz aufgeregt und bereiten das mit uns ganz gut vor und wollen irgendwie, dass es so gut wie möglich irgendwie stattfindet. Und manchmal gehen wir auch mit SchülerInnen, die bei uns aktiv sind, an ihre Schule und machen dort auch zum Beispiel Workshops und dann. Es gibt auch zum Beispiel es gibt auch Schulen, die uns da also so richtig bekämpfen und sagen, irgendwie, was soll der Schwachsinn? Wir sind eine Schule, da gibt es ja keinen Rassismus und bei uns werden sie alle gleich behandelt. So. Oder zum Beispiel, und das finde ich ganz gefährlich, so dieses, wenn Schulen sagen, also das ist das, was du, glaube ich, Steve, vorhin auch angesprochen hast, wir haben eine AG Antirassismus. Und tatsächlich solche AGs oder dieses Label Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage verhindert ganz oft die echte Auseinandersetzung mit Rassismus. Also ich bin auch Schulpate einer Schule ohne Rassismus, aber das ist eine Schule, die sich aktiv mit diesen Themen auseinandersetzt. Sie beschäftigen sich ganz viel damit, wie können sie, also das ist eine Berufsschule, sie unterstützen auch ganz viel Geflüchtete, die wenig Chancen haben, hier zu bleiben, unterstützen sie dann, ein Aufenthaltsrecht zu bekommen durch diesen Schulabschluss und sie engagieren sich sehr, sehr viel. Deswegen habe ich damals mich bereit erklärt, meinen Namen dafür zu geben. So. Aber diese Labels, diese, ja, wir haben eine AG und wir haben dieses Label, verhindert ganz oft. Oder wenn die sagen, ja, wir haben schon irgendwie 5 schwarze Lehrkräfte und 3 türkische Lehrkräfte und. So, wir sind ja schon frei von Rassismus und dann ist es halt sehr, sehr schwierig, da in eine echte Auseinandersetzung zu gehen und sagen, ja, aber jetzt gucken wir uns mal das Curriculum an, wir gucken uns eure Strukturen an, wie geht ihr mit Eltern um, wie geht ihr mit Willkommensklassen um und. Das wollen ganz viele dann halt nicht, ne? Also das finde ich jetzt ein total interessantes Beispiel, gerade auch Schule und Rassismus oder eben auch diese AGs.
Also ich habe meine Doktorarbeit zu politischer Bildung in Aktion geschrieben und habe unter anderem mit Jugendlichen gesprochen, die sich außerhalb der Schule selbstbestimmt, selbstorganisiert in rassismuskritischen Initiativen irgendwie einbringen oder die sich in der Schule Freiräume erkämpft haben. Und sie haben ganz Ähnliches beschrieben. Deswegen würde ich vielleicht so nur Teil widersprechen, nämlich dass die AGs nicht grundsätzlich das Problem sind, sondern wie die AGs gestaltet werden, was ihnen für Räume Absolut, gegeben genau, werden. genau das meine ich, Genau, das ja. hast du wahrscheinlich auch Ja. gemeint. Und das war ganz spannend, weil sie das auch so beschrieben haben, die Jugendlichen, mit denen ich gesprochen habe. Also, dass sie zum Beispiel ganz viel Unterstützung bekommen haben im ersten Jahr, bis es die Plakette gab. Und sobald die Genau. Plakette an der Tür war, war die Unterstützung plötzlich weg, weil man ja für diese Plakette auch nicht, also man soll nach Möglichkeit regelmäßig Aktionen machen, aber Einmal das im ist nicht Jahr. möglich. Genau. Einmal im Jahr reicht schon dafür. Also es reicht einmal im Jahr ein Workshop und dann kannst du. Also das ist ja auch nur eine Selbstverpflichtung. Du kannst auch gar nichts machen. Genau, das haben die Jugendlichen auch beschrieben, mit denen ich gesprochen habe, die dann gesagt haben, seitdem die Plakette da ist, ist die Unterstützung weg. Die Schulleitung weiß genau, sie braucht eigentlich nichts mehr machen dafür. Und genau, das kommt natürlich auch darauf an, wie entsteht da dieser Prozess eigentlich? Also will die Ja. Schulleitung die Plakette, wollen die Lehrkräfte die Plakette oder gibt es tatsächlich einfach Schülerinnen und Schüler, die sich organisieren wollen, weil sie ein Problem sehen? Man Ja. kann grundsätzlich auch über den Namen und den Titel streiten, weil es gibt keine Schule ohne Rassismus und sie so zu nennen, ist natürlich auch schon irgendwie Richtig, ja. problematisch. Richtig. Aber genau, für mich wäre das kein Argument, zumindest nach dem, was ich aus den Interviews damals ableiten konnte, quasi gegen die AGs, sondern im Gegenteil zu sagen, wir brauchen selbstbestimmte AGs von Jugendlichen, die wirklich auch Räume bekommen, Freiräume bekommen und die sozusagen nicht instrumentalisiert werden. Aber genau, das ist das wahrscheinlich, was du auch Ja. meintest und das erlebt man ganz oft an Schulen, dass das dann Ja. passiert. Und dann wird es natürlich richtig problematisch. Was man vielleicht an dieser Stelle hier einmal machen kann, Helene und ich haben das schon einmal thematisiert, als wir eine Folge zum Ukraine, also zum Krieg gegen die Ukraine gemacht haben. Und das ist hier vielleicht ein guter Moment, um es nochmal zu machen für alle angehenden Lehrkräfte, die uns zuhören oder vielleicht für alle Lehrkräfte, die uns zuhören und sich damit noch nicht so auseinandergesetzt haben. Schule verpflichtet nicht zur Neutralität. Wir haben in den letzten Jahren Absolut ganz nicht. oft Debatten dazu gehabt, rund um die Meldeportale, die entstanden sind von der AfD und aus anderen Diskursen. Schule verpflichtet nicht zur Neutralität. Das tut auch der Beutelsbacher Konsens nicht, der in dem Kontext immer wieder zitiert wird. Und das, was eigentlich nochmal eine ganz spannende zusätzliche Perspektive ist zu diesem Beutelsbacher Konsens, der ja mittlerweile auch schon ein paar Jahre alt ist, 50, gibt es auch ein anderes Papier, was sehr viel seltener rezipiert wird, nämlich die Frankfurter Erklärung für eine Ja, kritische die Frankfurter Erklärung, sozialistische ja. politische Bildung. Und das, was du gerade so angesprochen hast, sind Punkte, die in dieser Erklärung drinstehen, nämlich zum Beispiel auch sowas wie Machtkritik. Und das ist nicht nur auf die Gesellschaft bezogen, sondern auch auf die eigene Rolle als Lehrkraft, weil natürlich sind wir in einem Machtverhältnis zu Schülerinnen und Schülern. Und dieses Machtverhältnis wirklich zu reflektieren und nicht nur zu sagen, wir sind auf Augenhöhe, ist eine riesengroße Herausforderung, ist in der Institution Schule immer super schwierig, aber das tatsächlich auch zu machen. Deswegen finde ich das total spannend, dass du sagst, dass genau das, was wir eigentlich tatsächlich viel intensiver noch bräuchten, neben Arbeit mit Schülerinnen und Schülern, ist eben auch Arbeit mit Lehrkräften und Ja. mit allen anderen Beteiligten. Schulleitungen haben eine brutale Schlüsselfunktion, ob sie Schule tatsächlich öffnen. Genau, mich würde tatsächlich jetzt aber auch noch mal so ein bisschen mehr interessieren, was, also du hast gesagt, so die Arbeit nach außen zeigt sich zum Beispiel auch durch diese Konferenzen. Was macht ihr denn eigentlich bei diesen Konferenzen? Sind das dann so selbst, also Konferenzen für euch selbst, wo ihr euch weiterbildet, wo ihr Angebote macht, oder sind das auch Konferenzen, wo ihr Menschen einladet, die vielleicht diese Form von Diskriminierungserfahrungen nicht gemacht haben, um mit euch in den Austausch zu kommen? Also genau, über diese Konferenz würde ich gerne auf jeden Fall auch noch ein bisschen mehr erfahren. Ja, sehr gerne. Ich bin noch jetzt gedanklich beim Beutelsbacher Konsens, weil das mich tatsächlich immer wieder aufregt, dass Lehrkräfte das so nehmen also es ist ja sowieso kein Gesetz so, und dass das irgendwie immer wieder dafür benutzt wird, unsere Arbeit als Bildungsreferentinnen irgendwie zu boykottieren oder sie in Frage zu stellen. Oder uns zu einer komischen Neutralität irgendwie zu verpflichten. Deswegen, ich bin da noch Gedanken noch, genau, das regt mich sehr auf. Und dann bringe ich auch immer wieder die Frankfurter Erklärung als Gegenbeispiel und auch ganz, ganz viele andere Erklärungen, die sagen, also natürlich ist Schule ist dafür da, um herrschaftskritisch kritisch zu arbeiten, so, um machtkritisch zu arbeiten. Gut, jetzt ein Schwung zu den Konferenzen von Jugend ohne Aber wenn du Grenzen. willst, können wir da ruhig gerne auch nochmal drauf eingehen, weil auch der Beutelsbacher Konsens
der ja da quasi immer gerne angeführt wird, den übrigens ja damals auch die AfD angeführt hat. Das zeigt ja auch, wie Ja, schwierig ein Konsens ist, ja, der ja, so ja, ja. viel Interpretationsspielraum lässt. Aber Absolut. der Bottesbauer Konsens verpflichtet ja auch nicht zur Neutralität. Im Gegenteil, wenn der Überhaupt Bottesbauer nicht, Konsens genau. sagt, wir müssen multiperspektivisch sein, dann Ja. heißt das nicht das, was ganz oft dann in der Schule passiert, so wir machen jetzt Pro und Contra. Es gibt in der Gesellschaft nicht nur Pro und Genau. Contra, es gibt ganz viele Perspektiven und viele marginalisierte Positionen, die überhaupt nicht sichtbar werden. Und Richtig, das gehört richtig. auch Ich hatte dazu. einmal einen Workshop an der Schule und da war die Lehrerin, wollte unbedingt mit dabei sein. Ich habe das alles erklärt, warum das nicht sinnvoll ist, wenn sie wollte aber unbedingt. Da dachte ich, okay, weißt du was, ich will jetzt auch gar nicht so viel Zeit um ihr geben. Dann sitzt sie da in der Ecke, hört nur zu und quatscht mich nicht dazwischen. Das ist auch gut so. Und dann kam sie nach dem Workshop zu mir und meinte, dass sie fand den Workshop gar nicht gut, weil sie findet, dass das eine linke Propaganda ist an Schule und sie wird das nochmal irgendwie ansprechen bei der Schulleitung und sie möchte nicht, dass ich nochmal in die Schule komme und ich war nicht neutral und dann sagt, natürlich bin ich nicht neutral, ich mache keine Werbung für eine Partei, aber ich mache menschenrechtsorientierte Bildungsarbeit. Das heißt, wenn ich Rassismus anspreche, das hat mit links und rechts nichts zu tun, sondern das ist Menschenrechtsarbeit, die ich mache. Und dann hat sie auch diese Neutralität angeführt und dann habe ich gesagt, naja, wissen Sie, Neutralität wäre, oder irgendwie sowas wie, dann muss ja auch die anderen Positionen, dann habe ich gesagt, naja, wissen Sie, in der Konsequenz, so wie Sie das beschreiben, müsste man auch im Erdkundeunterricht sagen, ja, es gibt die Position, die Erde ist flach. Und es gibt die andere Position, ihr könnt euch das aussuchen. Es gibt die Position, dass es die Shoah gar nicht gab. Und es gibt die Position, dass es die gab. Und jetzt könnt ihr euch SchülerInnen aussuchen. Das wäre ja wirklich die Konsequenz, wenn wir konsequent neutral wären. Und das ist ja Schwachsinn, sondern wir haben ja die Aufgabe, Herrschaftskritik zu machen. Wir haben ja die Aufgabe, Menschenrechte dort zu debattieren. Erlebbar zu machen. Wir haben also so kein Mensch, also so neutral. Was ist denn das für eine Idee, ja? Ja. Ja, und das Genau. Aber lohnt sich das war vielleicht dann dann auch. nochmal, das war dann, und das fand ich nochmal interessant, weil ich saß dann so eine Stunde da und dachte, okay, das ist jetzt eine unbezahlte Lehrstunde für die Lehrerin. Sie kann jetzt irgendwie, also so, kein Mensch bezahlt mir diese Arbeit. Und sie lernt jetzt und es kann trotzdem sein, sie geht raus und denkt so, ja, blöder Idiot irgendwie, linksgrün versiffter Propagandist. Und dann dachte ich, eigentlich wäre es ganz cool, mit dieser Lehrerin jetzt wirklich in einem Format zu gehen, um mit ihr zu reden, weil sie, also so, ich will sie ja nicht verdammen für das, was sie sagt, aber ich möchte gerne mit ihr gut, kontinuierlich und entspannt arbeiten, damit sie auch einen Reflexionsraum hat. Den hat diese Lehrerin wahrscheinlich nicht, weil auch die Direktorin der Schule das gar nicht auf dem Schirm hat. So, und wo soll sich diese Lehrerin selbst reflektieren? Wo soll sie diese Erfahrung machen? Das, was ich denke, das ist vielleicht gar nicht so richtig. So. Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Was ist tatsächlich die Konsequenz daraus? Also gab es nochmal eine Gelegenheit, mit der Nein, Lehrerin überhaupt zu nicht. reden? Und Nicht, nicht. gab es aber für euch in eurer Arbeit eine Konsequenz, dass ihr gesagt habt, wenn wir in die nächsten Schulen gehen, sprechen wir bestimmte Punkte bei der Schulleitung vorher an oder wir setzen bestimmte Regeln, dass die Workshops tatsächlich nur unter Ausschluss der Lehrkräfte stattfinden? Und dass Nee, wir das ist nicht, eigentlich nee. ein Kompaktangebot machen, Workshop für SchülerInnen und für Lehrkräfte, weil es zusammengedacht werden muss. Du, also all das, was du gerade ansprichst, also ist es ja Wunschdenken so. Das ist leider Bildungsarbeit an Schule oder so externe Bildungsarbeit an Schule ist immer davon geprägt, was gibt es für Umstände an der Schule und was gibt es für Ressourcen und was ist das für eine Schule? So, das heißt, ich kann mit einer Traumidee reingehen, aber die kann ja torpediert werden von den realen Umständen vor Ort. So, das heißt, wenn die Schule sagt, nee, wir haben jetzt nur Geld für einen Workshop mit den Schülern für 3 Stunden, also wie willst du da respektvoller Umgang, Rassismus, Sexismus, Menschenrechte, Kinderrechte, Beteiligung, Arbeit, also so, das ist ja gar nicht möglich. Deswegen, ich kann mir das leider nicht leisten, vorab so viel irgendwie zu filtern, wie ich das gerne haben würde, weil sonst könnte ich gar keine Bildungsarbeit mehr an Schule machen. So, und das wäre dann der Worst Case. So. Ich würde auch ehrlich gesagt sagen, dass das eher eine Hausaufgabe auch für Menschen wie uns ist, Helene, und für die vielen anderen, die in der ersten Phase in der Lehrkräftebildung unterwegs sind, Ja.
Ich mache das mit meinen Studierenden immer wieder und ich bin auch immer wieder überrascht so über die Reaktion der Studierenden, wenn wir zum Beispiel einfach über den demokratischen Bildungsauftrag sprechen, wenn wir darüber sprechen, was steht eigentlich in der Landesverfassung, was steht im Schulgesetz, was ist die Aufgabe von Schule? Und das ist eben genau das. Und dass wir uns zu Fragen von Grund- und Menschenrechtsverletzungen nicht neutral verhalten können, dass es da keine quasi legitimen zwei Positionen gibt oder drei oder so. Das ist das, was wir einfach viel deutlicher auch in der Lehrkräftebildung noch machen müssen. Das ist euer Bildungsauftrag. Übrigens nicht nur für die Politiklehrerinnen und Politiklehrer. Der Genau, Bildungsauftrag ist genau, nicht für die genau, politische genau. Bildung geschrieben, sondern also für das Unterrichtsfach, sondern für alle. Ja. Und ich habe so den Eindruck, dass da passiert im Moment mehr. Wir erleben, dass es immer mehr Fortbildungen gibt, die das aufgreifen. Aber das ist tatsächlich noch ein ganz, ganz, ganz langer Weg. Das zeigt aber umso mehr, wie wertvoll wahrscheinlich gerade in dieser Gruppe euer Besuch war, weil diese Lehrkräfte oder diese Lehrerin dann ja einen sehr viel größeren Einfluss hat. Und wenn sie zumindest mal was anderes gehört haben und wissen, da gibt es noch was anderes hinterm Horizont, dann ist das ja auch Ja, schon sehr da stimme ich wichtig. dir zu, Steve, und würde trotzdem noch anfügen, also das, was du schon gesagt hast, ne, es ist eben nicht nur das Fach politische Bildung, sondern es sind alle Fächer, die das betrifft und ganz besonders in der ersten Phase, aber eben auch in der sogenannten dritten Phase, ne? Nicht alle, die uns zuhören, sind Lehrerinnen und Lehrer. Also es gibt die erste Phase, das Studium, die zweite Phase, das Referendariat und die dritte Phase, die Lehrkräftefortbildung. Und das ist ja der Zeitraum, der eigentlich am längsten ist. Ja, Und ja. wo die Lehrerinnen und Lehrer oder auch andere Personen im Schulsystem, wenn wir jetzt darauf fokussiert blicken, am meisten dieses System mitgestalten und auch Teil eben des genannten strukturellen Rassismus sind. Und wo wir sie eigentlich auch immer wieder daran erinnern müssen, dass sie genau das tun und dem entgegenwirken müssen. Ja, Und ja. deshalb wäre für mich schon die Frage auch, wie kann man eigentlich, wenn man Angebote macht, wie ihr, ne, die ich wirklich großartig finde, an bestimmten Stellen nochmal deutlich machen, dass es dazu ein Parallelangebot braucht. Also, dass Schule, wenn Curricula gestaltet werden, eben nicht nur aus der Sicht der Unterrichtsplanung betrachtet werden, sondern eben parallel der Lehrkräftefortbildung. Also werden neue Themen eingeführt, wie zum Beispiel Bildung für nachhaltige Entwicklung, Medienkompetenz etc., Ja. dann braucht es dazu auch die Angebote für Lehrerinnen und Lehrer. Und da würde ich auch sagen, dass es da genauso ist, dass es eben nicht mal in so einer Schnellbesolung geht, wir machen einen dreistündigen Workshop, sondern dass es eigentlich ein kontinuierlicher Prozess ist, der auch zur Schulentwicklung mit dazugehört. Also Ja. eigentlich ein Ja. Auftrag der gesamten Schule ist, sei es, wenn es ein Studientag ist oder was auch immer, im Jahr, ne, sich dem zu widmen und eigentlich noch viel mehr, nämlich diese Selbstreflexion, die du angesprochen hast, Mohamed, Ja. braucht es nicht auch da immer wieder Momente, wo Lehrkräfte ganz gezielt gezwungen werden, sich mit sich und ihrer Rolle Ja. Ja. auseinanderzusetzen? Also im Rahmen des Referendariats, also da arbeite ich auch mit Lehrkräften. Ich muss jetzt mal so unter uns sagen, die Fortbildungen mit Lehrkräften, das sind für mich manchmal die anstrengendsten. Also das ist wirklich so mit physischen Schmerzen nach diesen Fortbildungen habe ich zu tun. Also ich habe wirklich zum Teil Rückenschmerzen, danach Knieschmerzen, Bauchschmerzen. Das wirkt sich wirklich aus, weil das sind manchmal, und das verändert sich so schnell in den letzten Jahren. Also so, das ist ja auch, es kommt ja auch ein anderer Typ Mensch ins Studium rein, irgendwie der Lehrkräfte. Es verändert sich auch ganz viel irgendwie im Curriculum und so weiter, aber bis vor ein paar Jahren war das wirklich eine also immer wieder sehr schmerzhafte Erfahrungen zu machen. Also die sind sowieso die Schlaueren als ich. Sie sind sowieso die Besseren. Und dann kommt da irgendwie so ein Mensch, der ihnen etwas erzählen will über Rassismus und Antisemitismus und Diskriminierung an Schule. Und da sind ja ganz viele Widerstände. Da kommt ein Mensch, der ihnen etwas über ihre Privilegien erzählen will. Und da kommt auch ganz viel so Widerstand, um sich damit auseinanderzusetzen. Und im Referendariat passiert noch ganz viel an solchen Selbstreflexionsmöglichkeiten im Studium, im Austausch mit anderen. Das Problem ist, nachdem du dann angestellt bist, vielleicht auch irgendwie
verbeamtet wirst, das passiert ja in Berlin ja kaum mehr, aber wenn du dann verbeamtet wirst, du bist ja eigentlich de facto nicht mehr gezwungen, an irgendeiner Fortbildung teilzunehmen. Es gibt ab und zu diese Studientage, wenn du Glück hast, dann gibt es die. Aber theoretisch könntest du 20, 30 Jahre, 40 Jahre unterrichten, ohne dich weiterzubilden. So, ohne zu verstehen, wie funktioniert auch TikTok? Was ist das überhaupt? Wie funktioniert Instagram? Das sind Algorithmen. Das heißt, du hast von null eine Ahnung und bist trotzdem irgendwie Lehrkraft. Auch das ist ja möglich. Und dann, ich erlebe ganz oft, dass die Lehrkräfte, die sich wirklich für solche Themen einsetzen, die sich einbringen, die mit den Schülern irgendwie ganz cool sind, die immer wieder irgendwie Rassismus und Diskriminierung reinbringen, das sind die Nervensägen, in Anführungsstrichen, an Schule. Die sind auch ganz oft alleingelassen von Schule. Und das sind die Lehrkräfte, die im Lehrer ins immer wieder die Nerven sägen, die immer wieder so mit irgendwelchen Themen nerven, die immer wieder darauf hinweisen und. Und sie werden ja auch verbrannt im Laufe der Zeit und ihre Ressourcen werden ja nicht wirklich anerkannt. Gleichzeitig sind das ja ganz oft die Lehrkräfte, die unter den Schülern am beliebtesten sind, weil sie sind sehr nah ganz oft an den Schülern dran. Und das führt ja auch vielleicht manchmal so zu Neid oder zu anderen Komplexen bei den anderen Lehrkräften. Und die brauchen ganz viel Unterstützung. Ja? Sie müssen auch von uns zum. Also, ich war letztens auf einer Schule, da gab es einen Studientag zum Thema Diskriminierung in allen Formen. Und da gab es so, dass die alle Lehrkräfte waren dann in so kleineren Workshops und sie haben sich ausgetauscht. Und das waren diejenigen, die das angehört haben, waren die Antidiskriminierungs-AG an der Schule und Vielfalts-AG, glaube ich, hieß das oder so. Wir haben, glaube ich, in den Workshops nichts grundlegend Neues erzählt, aber ich glaube, das war ganz gut für diese AG, dass die Lehrkräfte das nochmal auch von anderen gehört haben, dass das Thema wichtig ist, dass es diese Begriffe gibt, dass es nochmal eine Reflexion braucht. Das hat sie in ihrer Position an Schule unterstützt, obwohl wir da jetzt gar nicht so viel großartig Neues erzählt haben, höchstwahrscheinlich. So. Eigentlich bringst du uns jetzt zu einem super Abschluss. Wir wollen, eigentlich müssen wir noch einen zweiten Termin machen. Es gibt noch so viel, worüber wir noch sprechen müssten. Aber jetzt haben wir uns ja sehr auf Schule fokussiert. Und ich fände es tatsächlich spannend, nochmal mit dir gemeinsam so ein bisschen zu überlegen, was braucht es jetzt? Also du hast beschrieben, was ohne Zweifel stimmt. Es ist nicht einfach. Das Lehrkräftezimmer ist auch manchmal ein sehr anstrengendes aus ganz vielen Gründen und Perspektiven. Und man muss da gegen viele Windmühlen ankämpfen, aber ich würde, oder wir würden, glaube ich, gerne zum Ende hin, wir haben noch ein bisschen Zeit, aber zum Ende hin das positiv wenden, so. Also die, die Bock haben, die gerne was bewegen Ja. wollen an Schule, so was können Sie mitnehmen aus unserem Gespräch hier? Also abgesehen davon, dass Sie natürlich Kontakt mit euch aufnehmen können, auch mit den Gruppen, die es irgendwie überall gibt und Sie wissen dank deiner Schilderung jetzt auch, was nicht cool ist. Nicht, wenn sie euch einfach nur so als Feuerwehr holen und mal eben schnell 2, 3 Stunden was machen, damit alles wieder gut ist. So. Und das ist ja schon mal eine wichtige Erkenntnis, sondern dass sie grundsätzlich was bewegen wollen und verändern wollen müssen, damit sich tatsächlich auch Schule entwickelt. Genau, aber was hast du vielleicht noch so für Ideen? Was würdest du Menschen mitgeben wollen, Lehrkräften oder auch Schülerinnen und Schülern? Vielleicht hören uns auch Kinder und Jugendliche zu, die sagen so, wir wollen eigentlich gerne an unserer Schule was bewegen. Was wäre wichtig? Also die Öffnung nach außen, das hast du ja schon beschrieben, aber was wäre auch in der Schule vielleicht für so eine Gruppe wichtig oder für eine Lehrkraft, die da was auf die Beine stellen will? Mir, also ja, mir fällt gleich ein, irgendwie zu gucken, wo sind auch meine Grenzen, weil ich glaube, das kann wirklich auch richtig kaputt machen. Also wenn du jetzt als Lehrkraft sagst, ah, okay, das interessiert mich und ich möchte, guck auch, was deine Grenzen sind, was auch deine Möglichkeiten sind und verbrenn dich nicht, weil du bist wahrscheinlich eine wichtige Person für ganz, ganz viele Schülerinnen. Ich erfahre sehr, sehr oft, und das kann ich auch von mir selber erzählen, Schülerinnen erinnern sich auch nach 10, 20, 30, 40 Jahren an den Namen eines Lehrers, der entweder besonders blöd war oder der besonders cool war, der ihnen gesagt hat, ey, ich glaube an dich, nein, du kannst das, komm, ich begleite dich mal irgendwie zu einem Praktikum, komm, ich rede mal nochmal mit deinem Vater, komm, ich gehe mal nochmal mit dir extra zur Ausländerbehörde, du schaffst das Abitur, du kannst eine Ausbildung machen. Also ganz oft ist es so, dass wenn wir in Workshops gehen zum Thema zum Beispiel Diskriminierung und Rassismus an Schule, habe ich das Gefühl, die Lehrkräfte gehen raus und denken so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist ja so groß und
das System Schule ist an sich rassistisch und diskriminierend. Okay, ich bin ja nur ein kleiner Fisch. Okay, ich hab gar nichts mehr zu tun, weil die Struktur ist so schwierig. Sag, ja, stimmt, die Struktur ist schwierig, aber du bist ja auch ein Teil der Struktur und du bist eine machtvolle Position. Du bist in einer machtvollen Position und du bist eine machtvolle Person in dieser Struktur. Das heißt, dein Handlungsspielraum ist gar nicht so klein, wie du denkst. Guck nochmal, welche anderen Lehrkräfte gibt es, welche SchülerInnen gibt es, die interessiert sind und tu dich wirklich mit denen zusammen. Such dir Bündnisse und Bündnisse, das hört sich jetzt so nach einem großen Plenum an. Das kann auch wirklich zwei, drei Leute an. Fang mit zwei, drei Leuten an, mit denen du dich darüber austauschst. Hol dir noch eine dritte Person dazu, eine vierte Person. Guck in deiner Umgebung, was gibt es für Kooperationsmöglichkeiten mit einem Verein, der irgendwie vor Ort ist, mit einer coolen Selbstorganisation in der Nähe, die auch irgendwie zu ähnlichen Themen arbeitet. Informier dich, tausch dich aus und probier nicht als einzelne Person gegen das System Schule, weil das ist ja sowieso viel zu abstrakt und du bist dann nach einem Jahr, nach 2 Jahren, du bist kaputt. So, und das System besteht nach wie vor. Also, und davon hat ja kein Mensch was. So. Verstehe, du hast viel Macht, schäm dich dafür nicht oder fühl dich irgendwie schuldig oder irgendwas, sondern geh damit produktiv um, such dir Bündnisse und starte etwas ganz Kleines. Nochmal etwas Kleines und hol dir immer wieder Externe, weil sie stärken dir den Rücken und sie stärken deine Position in deinem Team und auch an deiner Schule. Und sei dir wirklich bewusst, du bist einfach eine sehr wichtige Vorbildfunktion für ganz viele. Und es fängt damit an, also und auch so ganz banale Sachen. Es gibt inzwischen viel, viel, viel. Das heißt, du bist gar nicht mehr so, du hast keine Entschuldigung von, ich wusste es ja nicht. Du kannst viel lesen. Inzwischen schreiben so viele über das Thema Schule, ob das jetzt Paul Hatzschell ist oder Aladin Alani mit seinen Büchern zum Thema Schule. Also ganz, ganz viele aus der betroffenen Perspektive oder aus der ehemaligen betroffenen Perspektive schreiben über Schule. Jugendliche ohne Grenzen haben ein Buch geschrieben, wo unter anderem ein Kapitel drin war zum Thema Schule und was brauchst du an Schule und warum ist Schule so blöd, warum ist Schule so cool. Und auch eine Sache, worüber wir heute gar nicht gesprochen haben, ist zum Beispiel Schulsozialarbeit. Die hat ja in Deutschland diese Funktion, naja, die hat ja irgendwelche Probleme, wir schicken denen schon Schulsozialarbeiter. In Schweden zum Beispiel haben Schulsozialarbeiter haben richtig eine Stunde die Woche oder 2 Stunden, wo sie richtig unterrichten, wo sie die Gruppen begleiten. So, das heißt, sie haben eine ganz andere Funktion und eine ganz andere Wichtigkeit im Konstrukt Schule. Tu dich auch vielleicht mit denen zusammen als Lehrkraft oder als Schüler. Die haben ganz oft auch Netzwerke zu außerhalb der Schule. So, lies viel, hör viel zu, höre ganz viel. Es gibt Podcasts dazu inzwischen, es gibt Konferenzen, es gibt Vernetzungsmöglichkeiten. Das sind so die Sachen, die mir als erstes einfallen. Ich würde dir gerne nochmal die Frage am Ende stellen. Du hattest ja ganz am Anfang davon erzählt, dass du in dem Beratungszentrum, dass dort dieser Freiraum für dich geschaffen wurde, dass Ja. andere Jugendliche zusammengebracht wurden und dass das ja auch den Stein für Jugendliche ohne Grenzen ins Rollen gebracht hat. Ja. Wenn ich als Lehrkraft oder SchulsozialarbeiterInnen jetzt Schülerinnen und Schüler habe, wo ich denke, denen müsste ich den Raum geben oder die bräuchten eigentlich eine Gruppe, weil innerhalb der Schule diese Gruppe nicht existiert. Wie mache ich die auf euch aufmerksam? Was ist der beste Weg? Sage ich, schau dir mal die Website an oder gibt es einen Instagram-Account? Ja. Wie bringe ich Schülerinnen oder Jugendliche zu euch oder auch zu anderen Gruppen, sodass Ja. ich sie auf diesem Weg eben auch empowern kann? Ja. Also wir sind bei dieser Frage immer sehr, sehr kritisch, weil wir sind nicht auf der Suche nach Mitgliedern. Wir sagen immer, also wenn wir von uns erzählen, machen wir das nur, um euch zu inspirieren. Bitte schickt uns nicht eure Leute. So, die Idee ist, nimmt diese Idee mit und guckt, was könnt ihr für eine Struktur schaffen, damit so etwas Ähnliches dort entsteht. So. Gleichzeitig ist es so, dass wir eine ganz offene Gruppe sind. Das heißt, wir treffen uns alle 2 Wochen im BBZ, nach wie vor, seit 2004, 2005.
Dort wird zum Teil einfach zusammen gegessen, getrunken, Hausaufgaben gemacht, gespielt, die nächste politische Aktion geplant. Die Konferenz ist, also wir haben jetzt die Konferenz in ein paar Wochen und die planen wir gerade sehr aktiv. Die Leute können uns über Facebook, aber auch über Instagram irgendwie erreichen, Jugendliche ohne Grenzen, einfach kurz anschreiben, sagen, ey, ich komme aus Berlin, ich habe euch gehört, gesehen, ich würde gerne mal zu euch kommen. Und es ist so, man muss sich nicht vorher anmelden und die Atmosphäre ist da völlig entspannt, ganz cool. Es gibt immer was zu essen, was zu trinken. Die Leute bleiben manchmal 5 Minuten, manchmal 5 Stunden, je nachdem. So, es ist eine sehr ungezwungene Atmosphäre. Und ja, und auch das bieten wir auch Lehrkräften an, wenn sie sagen, irgendwie, ey, ich würde gerne mit euch irgendwie in Kontakt treten und Bildungsarbeit irgendwie an Schule ermöglichen. Auch da könnt ihr uns einfach also auf Instagram oder auf Facebook oder per Mail irgendwie kontaktieren. Und genau, und dann gucken wir mal, was da möglich ist. Und ansonsten haben wir ja auch ganz viel Netzwerke in Selbstorganisationen, die wir dann aber auch weiterleiten können. Wir haben super viel gelernt. Wir haben viel zu wenig Zeit. Wir müssen eigentlich eine zweite Sitzung machen. Nicht wir müssen, sondern wenn du Lust hast oder jemand anders von euch, wir würden uns total freuen, wenn wir uns nochmal zusammensetzen können. Sehr gerne. Weil es gab ja tatsächlich noch so einige Sachen, über die wir noch sprechen wollten. Tatsächlich über eure Konferenzen, über den Aktivismus selbst. Was macht das eigentlich quasi mit Ja. denen, die bei euch engagiert sind, die tatsächlich auch den öffentlichen Raum erobern wollen mit Demonstrationen, hast du vorhin gesagt. Den Abschiebeminister oder die Abschiebeministerin zu Ja, wählen, ja. was bedeutet das eigentlich auch, unabhängig von der medialen Öffentlichkeit, die dadurch entsteht? Das sind alles so Dinge, über die wir super gerne mit dir oder mit jemand anderem von euch nochmal sprechen wollen. Deswegen eine ganz herzliche Einladung, dass wir uns ganz bald einfach nochmal zusammensetzen. Das ist ja das Schöne auch an diesem Format, dass es relativ barrierefrei schnell möglich ist, sich wieder zusammenzuschalten. Wir würden uns total freuen, wenn das klappt. Und trotzdem, obwohl sich dieses Gespräch heute ganz anders entwickelt hat, als wir es geplant haben, auch das ist ja das Schöne am Podcast, glaube ich, dass man aus dieser Folge ganz, ganz viel mitnehmen kann, wie wir, der Schwerpunkt lag tatsächlich nun auf der Schule, wie man die Schule als Freiraum gestalten kann. Ich fand es total schön, wie du das auch nochmal betont hast, dass man die Schule als engagierte Lehrkraft nicht von heute auf morgen auf den Kopf stellen kann und auch nicht muss und dass man sich sozusagen auch frei machen muss davon, dass das gelingt und wenn das nicht gelingt, Ja. dann ist man gescheitert. Das fand ich total schön, dass du das nochmal so stark gemacht hast. Das waren sehr motivierende Worte eigentlich für alle Lehrkräfte, die Lust haben, diese Räume zu schaffen. Und gleichzeitig, also wir können an der Schule Räume schaffen, wir müssen Schülerinnen und Schüler, Kinder und Jugendliche ernst nehmen, wir brauchen safer Spaces in der Schule. Und das Zweite, was ich aber auch total spannend fand, die Perspektiven zu öffnen. Was gibt es eigentlich für Akteurinnen und Akteure, Vereine, Initiativen, Selbstorganisationen außerhalb der Schule? Und das ist vielleicht auch nochmal so ein spannender Appell an Lehrkräfte. Die Schule kann ein Freiraum sein, wobei sie immer ein machtvoller Raum sein wird, immer Ja. auch ein Raum, der von Diskriminierungsprozessen irgendwie geprägt ist. Und deswegen kann es für Lehrkräfte, diesen Tipp nehme ich mal oder nehmen wir von dir heute auch noch mit, total spannend sein, auch zu schauen, was gibt es eigentlich rund um die Schule herum und was kann ich vielleicht auch meinen Schülerinnen und Schülern empfehlen? Wo gibt es irgendwie Orte, Ja. wo ihr schon Freiräume findet, die schon da sind und mit denen ihr vielleicht zusammen dann auch wieder zur Schule zurückkommen könnt und so? Das fanden wir jetzt, glaube ich, total spannende Perspektiven, die wir mitnehmen können aus diesem, ich sage es jetzt einfach mal, ersten Gespräch mit dir. Ja, sehr Wir gerne, freuen uns sehr, auf sehr das gerne. Vielen, Zweite. vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, ja. Vielen Dank, Mohamed, und tolle Arbeit, die ihr leistet, als gesamte Organisation. Also da bitte auch den Dank weiterleiten und macht unbedingt weiter so. Sehr, sehr gerne. Ich habe Ja. noch ein kurze Werbung. Wir Unbedingt. kooperieren mit dem Grips-Theater und machen in Kooperation ein Programm, das heißt Kunst und Empowerment. Da sage ich jetzt gar nicht so viel dazu. Das ist ein super spannendes Projekt und sehr gerne auch einfach mal nochmal googeln. Kunst und Empowerment am Grips-Theater. Da geht es auch so ganz viel um nonformale Bildungsmöglichkeiten für Jugendliche. Guckt nochmal rein und kontaktiert uns dazu. Und Unbedingt sag das mal ganz kurz, wann geht Grips-Theater. das los, damit wir das Es planen ist schon können, wann wir hier losgegangen. sein Wir werden. treffen uns einmal im Monat mit Jugendlichen am Grips-Theater und verhandeln das Thema, also verhandeln ein Thema sehr kreativ, sei es das Thema Diskriminierung, sei es das Thema obdachlose Jugendliche in Berlin, sei es das Thema Schönheitsideale und Körper,
Genau, aber das machen wir nicht so super öde und so laber-laber, sondern sehr kreativ und mit coolen jugendlichen Aktivisten. Und dazu treffen wir uns einmal im Monat. Da gibt es auch immer sehr leckeres Essen, spannende Leute und sehr viel Kreativität, Kunst und Empowerment. Cool. Den Ding Also packen genau, für wir. alle, die das nicht wissen, das Kripstheater ist in Berlin, hast du es jetzt gerade auch nochmal gesagt. Und genau, man hört uns ja möglicherweise auch außerhalb von Berlin. Aber vielleicht kann man ja einen Besuch in Berlin auch mal verbinden, nicht mit Auf jeden Parlament Fall. und Bundestag oder was man so alles besuchen kann, sondern mit Genau. einem spannenden Workshop oder einer spannenden Veranstaltung. Genau. Den Link packen wir auf jeden Fall mit in die Shownotes, denn wie Steve schon gesagt hat, das Gripstheater ist ganz großartig und macht auch tolle politische Ja, Bildungsarbeit. ja. Und das muss unbedingt mit unterstützt werden und ist eben auch ein Kooperationspartner, den man in vielen Bereichen immer wieder nutzen kann. Deshalb Ja. schön, dass ihr da auch zusammenarbeitet. Genau, Jeden und wir haben Fall. auch eine Folge gemacht zum Thema Theater. Die packen wir auch mal in die Shownotes oder in die Videobeschreibung. Also wie man die Schule auch als Raum für Theater oder Theatererfahrungen öffnen kann. Ja. Da haben wir mit zwei Kolleginnen gesprochen. Also ganz, ganz viele spannende Anregungen, die man mitnehmen kann. Moment, wir freuen uns auf das nächste Gespräch mit dir. Es hat ganz viel Spaß gemacht. Wir haben ganz viel Dankeschön. gelernt und mitgenommen. Auf ganz bald. Auf Vielen ganz Dank. bald. Ciao, ciao. Tschüss. Danke.